Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu unserer Fahrerkarriere hier in F1 2020. Wir sind heute beim 16. Rennen unserer ersten Saison und zwar beim großen Preis von Singapur. Und das könnte heute ein richtig gutes Rennen für uns werden. Ich kann mich erinnern, damals in der MyTeam-Karriere haben wir hier in Singapur unser allererstes Podium geholt. Und das war sogar direkt ein Doppelpodium für unser Team damals. Und zu dem Zeitpunkt, das war glaube ich in der zweiten Saison, hatten wir auch ein ähnlich starkes Auto, wie wir es jetzt haben hier in der Fahrerkarriere. Da waren wir auch relativ weit unten. Von daher denke ich, haben wir gute Chancen, um heute ein richtig starkes Ergebnis einzufahren. Spulen wir zuallererst mal die Zeit vor und warten ab, ob die Upgrades da ankommen. Wenn nämlich nicht, dann haben wir direkt genug Ressourcenpunkte, um die erneuern zu können. Aber, ich wollte gerade sagen, beide kommen an, aber nein, eins schlägt leider fehl. Das Upgrade müssen wir uns natürlich direkt wiederholen und somit 500 Ressourcenpunkte aus dem Fenster schmeißen. Das tut schon immer weh, muss ich sagen. Vor allem so zu Beginn einer Karriere. Wenn man noch nicht so viele Ressourcenpunkte hat. Weil das da echt mega weh tut und somit, so 500 da auf einmal für nichts auszugeben sozusagen. Für ein Upgrade, was eigentlich schon hätte da sein können, das ist immer nicht so schön. Haben wir vielleicht noch genug für etwas anderes? Ich weiß nicht. Aber ja, ich wollte gerade sagen, wir müssten vielleicht mal wieder was beim Motor machen. Und das machen wir auch. Da sind wir nämlich ein bisschen zurückgefallen, weil die anderen Teams natürlich nicht schlafen. Und somit müssen wir auch wir da langsam was tun. Oh, das ist neu, oder? Grosjean hat seinen Rücktritt erklärt. Das war beim letzten Mal aber noch nicht da, oder? Oder irre ich mich da? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir Grosjean nicht mehr sehen in der zweiten Saison dieser Fahrerkarriere. Das ist somit schon der zweite, der seinen Rücktritt erklärt. Auch Kimi hat das ja getan vor ein paar Rennen in Spa, glaube ich. Das ist interessant. Das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt, dass wirklich zwei Fahrer zurücktreten. Meistens ist das nur einer, wenn überhaupt. Oh, und das auch noch. In dieser Folge geht's ja voll ab, was so Nachrichten angeht. Wir sollen neue Reglements bekommen in der kommenden Saison. Okay, das ist aber so zu Anfang der Karriere noch gar nicht so interessant, weil ich meine, wir haben eh nicht viele Upgrades. Und ich würde sogar fast sagen, selbst wenn alle Abteilungen betroffen sein sollten von den Reglementänderungen, könnten wir trotzdem alle Upgrades retten, einfach weil wir da noch nicht so viel haben. Und genau das gleiche gilt ja auch für alle anderen Teams. Und das auch noch. Wir sollen Regen bekommen am Ende des Qualifyings. Eieiei, das könnte spannend werden. Allerdings weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt so weit kommen. Von daher könnte das für uns ziemlich egal sein. Perfekt. Das fängt ja gut an. Oh oh. Sorry, wer auch immer das war. Diesmal machen wir hier hoffentlich keinen Fehler. Obwohl, boah, das auch ziemlich weit draußen war. Generell die Runde, die war völlig für den Arsch. Das Auto fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Retten wir das hoffentlich ins Ziel und dann schauen wir mal, wo uns das hinbringt. Ich denke aber nicht besonders weit nach vorne. Letzte Kurve. Für was war das genug? Für gar nichts wahrscheinlich. Ja doch, immerhin vor Latifi sind wir. Ja, das habe ich fast schon gedacht. Für viel mehr war die Runde aber auch nicht gut, als Latifi hinter uns zu lassen. Ich weiß nicht, was da los war. Ich hoffe, wir können uns nochmal ordentlich steigern im zweiten Versuch. Ansonsten haben wir ein Problem. Kimi ist 14. War aber 1,6 Sekunden schneller als wir. Das tut schon weh. Ich habe jetzt mal für die zweite Runde den Frontflügel ein bisschen hochgestellt, in der Hoffnung, dass das unserem Untersteuern so ein bisschen entgegenwirkt. Das war nämlich extrem in dieser ersten Runde. Mal schauen. Oh, wieder weit draußen. Was ist denn hier los? Das ist ein ganz schlechtes Qualifying bisher. Wieder, ey. Ich krieg ja gar nichts hin. Das Auto ist aber auch wirklich gar nicht geil. Ich habe gar kein gutes Gefühl. Dennoch sind wir aktuell noch schneller als auf unserer ersten Runde. Und das nach solchen Verbremsern. Das sagt, glaube ich, alles. Auch in diesen letzten Kurven konnten wir noch mal ein bisschen Zeit gut machen. Um 7 Zehntel werden wir uns verbessern. Und das mit so einer Runde, mit so vielen Fehlern. Boah, das ist überhaupt nicht geil, Mann. 18. sind wir nur.
come on, das war immer noch nicht gut, aber immerhin akzeptabel, ohne Riesenfehler. Reicht das vielleicht, um uns auf den letzten Drücker in Q2 zu bringen? Nein. 18. Alter, holy shit. Ich bin aber ehrlich, viel mehr hat sich diese Runde gar nicht verdient gehabt. Position 18 nur. Ich schieb das ungerne eigentlich immer aufs Auto, aber das Auto war heute echt scheiße. Also, ich weiß nicht, ich wollte immer pushen, ich wollte mehr Speed in die Kurven reinnehmen, aber es ging einfach nicht. Ich habe echt so das Gefühl, dass das fast das Beste war, was ich zumindest hinbekomme mit diesem Auto auf dieser Strecke. Und das ist kein gutes Zeichen vor dem Rennen. Okay, mir war schon klar, dass das Auto auf der Strecke vielleicht nicht so gut sein wird. Ich meine, hier ist das Chassis sehr wichtig und auch die Aerodynamik. Und das sind unsere zwei schlechtesten Abteilungen. Ich habe aber halt die Hoffnung, deswegen habe ich das vorhin auch erwähnt, dass das gut für uns werden könnte, dass wir mit der Strategie ein bisschen was gut machen können. Weil wir jetzt auf jeden Fall eine Einstop machen können. Und die Jungs, die auf den Softs starten werden, wahrscheinlich nicht. Von daher können wir da vielleicht nochmal ein bisschen was retten im Rennen. Die Pace ist aber überhaupt nicht da. Oh Gott, hier sind wir jetzt also in der Startaufstellung. Ich hoffe einfach mal, dass wir im Rennen jetzt eine bessere Pace haben können. Wenn nicht, dann wird das ein langes Rennen für uns. Das wird es sowieso hier in Singapur, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und zum anderen hoffe ich, dass das hier eine gute Sache für uns sein kann. Wir starten das Rennen jetzt nämlich auf den Mediums, machen dann nur einen Stop und gehen auf die harten Reifen. Die meisten anderen werden vermutlich das hier probieren, nehme ich mal an. Zumindest die Jungs, die auf den Softs starten müssen. Und somit haben wir da auf jeden Fall einen riesen Vorteil. Benzin nehmen wir für 2 Runden mehr mit. Oder vielleicht sogar ein bisschen weniger. Machen wir für 1,5 oder so. So viel braucht man hier in Singapur wahrscheinlich gar nicht. Und dann gehen wir direkt an den Start beim 16. Rennen dieser Saison. Mal schauen, was noch drin ist. Ich habe keine Ahnung. Let's go. Da kommen die 5 Rundenlichter und es geht los, hier beim Nachtrennen in Singapur. Überraschenderweise starten ziemlich viele auch außerhalb der Top 10 auf den Softreifen. Das macht sich hier am Start natürlich bemerkbar, weil die ein bisschen besser wegkamen als wir. Aber später im Rennen sollten wir da auf jeden Fall einen Vorteil haben. Vorsichtig in diesen ersten Kurven da außen vielleicht vorbei. Ah ne, da passen wir nicht mehr hin, weil da schon so viele nebeneinander waren. Eine minimale Berührung gab es da, glaube ich, sogar zwischen uns und Grosjean. Aber zum Glück ist alles gut gegangen. Jetzt ja, kein Frontflügelschaden zuziehen. Das wäre das Letzte, was wir gebrauchen könnten. Da kommt Sainz jetzt, versucht anzugreifen und wird das auch wahrscheinlich schaffen. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, da zu krass zu verteidigen. Der ist in einem schnelleren Auto. Und auf den weichen Reifen jetzt mal schauen, ob wir aber trotzdem was dagegen machen können. Nee, das sieht nicht gut aus. Komm, fahr einfach, Carlos. Ja, Mann, ich will ihn ja eigentlich, ich will gar nicht dagegen halten, aber er zwingt einen fast dazu, weil er da nie wirklich durchzieht innen. Und somit fahren wir jetzt hier seit 3 Kurven mindestens schon Rad an Rad. Jetzt ist er endlich mal hinter uns. Unnötig. Bis zu den ersten Boxenstops könnte das jetzt ein ziemlich unspektakuläres Rennen werden, weil einfach alle hintereinander festhängen und es verdammt schwer ist, auf dieser Strecke zu überholen. Oh, das Auto ist übrigens immer noch, ey. Ich mag das nicht, immer so übers Auto rumzuheulen. Ich weiß schon, das klingt immer so lächerlich, aber es gab auf jeden Fall schon Rennen, in denen ich ein besseres Gefühl hatte mit dem Ding hier. Aber klappt der Move hier vielleicht? Außen und vorbei in dieser Haarnadelkurve. Das haben wir in der MyTeam-Karriere immer echt oft hinbekommen. Ja, und auch hier sieht das nicht so schlecht aus. Wir konnten uns da so ein bisschen frech neben Grosjean setzen. Rechtzeitig anbremsen jetzt mal in dieser Kurve. Ja, Mann, vorbei am Haas. Sehr, sehr cool. Oh, eine Runde später. Selbes Spielchen vielleicht gegen Lando Norris, der sogar auf Softreifen unterwegs ist. Aber extrem aufgehalten wurde von den Jungs da vor sich. Let's go, Mann. Auf einmal geht's voll zur Sache hier in diesem Rennen, oder was? Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Aber wir kämpfen uns so langsam irgendwie nach vorne. Platz 15 jetzt schon. Wer ist da vorne denn so langsam? Ich glaube Kimi sogar, oder? Kimi hält diese ganze Gruppe hier auf. Und das erlaubt uns da so langsam nach vorne zu kommen.
Awkward mit einem Querstern am Ausgang aus der dritten Kurve. Können wir das ausnutzen? Er verteidigt auch noch hier hinein. Oh, das müssen wir ausnutzen. Come on, Mann. Eine bessere Chance bekommt man wohl kaum. Das war ein Riesengeschenk von Kwiat, der leider noch das DRS hat auf Magnussen da vorne. Aber dennoch sieht das gut aus gegen den Russen. Wir werden es probieren. Eine viel bessere Chance bekommt man nicht hier in Singapur. Und wir drücken uns vorbei. Let's go, Mann. Nochmal das Ganze aus der Onboard-Perspektive vom Russen. War da alles sauber? Ich denke schon. Klar war das ein sehr harter Move, aber ja, eine Berührung gab es nicht und ich denke, das war auch clean. Ich meine, wir sind hier auf einer Stadtstrecke, da muss man ein bisschen mehr riskieren, um Überholmanöver klar zu machen und von daher denke ich, geht das klar. Oh, das sehe ich ja gerade erst. Kimi ist auf Softreifen sogar. Lol, dann ist das aber umso überraschender, dass der so langsam ist und sich nicht absetzen kann von Magnussen. Oh, Kevin, was tust du? Verteidigt hier völlig unnötig. Oder wollte der Kimi angreifen? Ich weiß es nicht. Boah, das war knapp. Oh, da vorne geht's schon los mit den ersten Boxenstops. Noch früher, als ich gedacht hätte. Sogar Magnussen ist am Rutschen. Auch Kimi kommt rein. Okay, also anscheinend ist das wirklich die geplante Runde so für die Softreifen hier am Start des Rennens. Mal schauen, wie viele von denen können wir uns schnappen? Ja, okay, alle. Das war aber auch nur einer, abgesehen von Kimi noch. Oh, der macht das schon wieder. Was probiert er denn? Da werden doch niemals angreifen können. Eine Runde nach unserem Teamkollegen kommen jetzt noch ein paar weitere an die Box. Unter anderem einer der Mercedes. Bottas war das, auch den können wir uns locker schnappen. Und sind jetzt schon in den Punkten auf dem 9. Platz. Boah, die drei Jungs da vorne sind extrem langsam. Sowohl Magnussen als auch wir konnten da richtig gut rankommen in den letzten Runden. Hat da einer ein Problem oder was geht da ab? Boah, Magnussen, ach du Scheiße, wir sind ja schon nicht schnell. Aber ich habe sogar das Gefühl, dass wir schneller könnten als der. Oh, da war jetzt noch einer drin. Das könnte gut und gerne der letzte gewesen sein von den Jungs, die auf den Softreifen in dieses Rennen gegangen sind. Albon war das. Und auch den konnten wir uns locker schnappen. Oh, gelbe Flagge, einer der McLarens verabschiedet sich da hinten. Das ist eine gute Sache. Lando Norris müsste das gewesen sein. War der vor uns oder hinter uns? Ah nee, den haben wir doch vorhin überholt, oder? Naja, aber trotzdem, das ist einer weniger, der da in unserer Nähe ist. Er scheidet aus mit einem Motorschaden, so wie es aussieht. Boah, da steht Lando immer noch. Aber sehr nah an der Ideallinie. Da hätte das zumindest ein VSC geben können, finde ich. Aber okay, weiter geht's. Oh, wir verlieren so viel Zeit hinter Magnussen hier. Aber ich finde da einfach keinen Weg vorbei. Boah, und Gasly da vorne ist, glaube ich, sogar noch langsamer, rutscht auch schon ziemlich krass. Und sogar Magnussen kann da rankommen, ist sogar dran jetzt. Ah, das ist ärgerlich gerade. Oh, Magnussen, kleiner Rutscher in dieser letzten Kurve, das ist unsere Chance. Während da noch irgendjemand beim Boxenstopp war. Oh, er verbremst sich, Alter. Alter, nicht in uns reinrutschen. Das war ganz schön knapp. Aber wir haben ihn, so wie es aussieht. Zumindest hoffe ich das. Ja, Mann, endlich. Eine Runde später, selbes Spielchen, vielleicht gegen Gasly. Gegen den könnte das ein bisschen leichter werden, weil der nicht das DRS hat. Aber noch kommen wir nicht vorbei. Jetzt aber guter Ausgang aus dieser Kurve auf die erste DRS gerade hinaus. Und dann sollte das ein Kinderspiel werden gegen den Alpha Tauri. Ah, da innen habe ich ein bisschen Angst. Da gehen wir lieber nicht rein. Machen wir das lieber im Anbremsen. Hoffentlich entspannt. Ja, vorbei an Gasly. Und vor auf Platz 5. Kommen die Jungs da vorne rein? Ja, das tun sie. Ja, komm, dann machen wir noch eine Runde. Auch unser Boxenstopp wäre jetzt geplant gewesen, aber ich finde das gerade noch ganz okay. Die Reifen sind nicht so schlimm. Und zudem haben wir jetzt ein bisschen freie Fahrt. Das kann nicht schaden. Und gelbe Flagge, einer der Racing Points, glaube ich. Der Kollege müsste das hier gewesen sein. Sergio Perez, der direkt hinter unserem Teamkollegen unterwegs ist, fliegt er ab hier auf der Gerade. Nein, okay. Hätte mich nicht gewundert hier in Singapur, da passiert das gerne mal. Aber es ist einfach nur ein technisches Problem. Oh! Ja! Geil, Mann! Ich habe schon die ganze Zeit drauf gehofft, aber genau jetzt kommt das Safety Car. Zum Glück sind wir noch eine weitere Runde draußen geblieben. Perfekt, Alter. Besser geht's gar nicht. Boah, das ist gerade einfach nur genial für unser Rennen. Wie viel Glück kann man haben? Zum Glück habe ich mich dazu entschieden, noch eine Runde zu machen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich das gemacht habe. Aber es war eine verdammt gute Entscheidung. Wir kommen jetzt rein. Ich weiß nicht, wer noch. Ich glaube, wir sind sogar mit die Letzten, die jetzt stoppen. Das denke ich zumindest mal schauen. Werden wir ja gleich sehen. Holen uns einen Satz der harten Reifen auf jeden Fall. Und dann könnte das noch richtig gut werden. Ah, nee, einer der Ferraris ist auch schlau. Kommt ebenfalls an die Box für die harten Reifen. Leclerc, glaube ich, müsste das sein. Da kommen die weiß markierten Reifen jetzt an unser Auto. Guter Stopp, hoffentlich 3,0 Sekunden. Und dann werden wir richtig weit vorne rauskommen. Und ich denke sogar, da müssen noch welche stoppen vor uns.
wenn ich mich nicht irre. Ich glaube nicht, dass alle, die jetzt auf den Mediums sind, durchfahren können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben hier die Chance auf dem Podium. Ich glaube, da übertreibe ich nicht, wenn ich das behaupte. Das wird knapp da mit jemandem. Mit Sainz. Den haben wir aber zum Glück. Position 8. Boah, come on, Mann. Das könnte so gut werden. Wir erwarten in etwa 10 bis 15 Minuten Regen. Was? Wo zur Hölle kommt das denn jetzt her? Davon war ja bisher noch überhaupt nichts zu sehen, in keiner Vorhersage oder so. Boah, das macht das Rennen aber nochmal spannender. Was geht hier bitte ab? Okay, Runde 15 von 31. Wir haben noch nicht mal das halbe Rennen hinter uns. Und es ist schon so viel passiert. Ich wäre zufrieden, wenn wir am Restart jetzt unsere Position halten könnten, ehrlich gesagt. Klar, wenn wir Ocon angreifen können, dann natürlich gerne. Aber das wäre schon cool, wenn wir immerhin keine Position verlieren. Weil wir hier in einer sehr guten Position unterwegs sind schon für unsere Verhältnisse. Come on, wann gibt der Führende da vorne Gas? Der lässt sich ganz schön lange Zeit, aber das ist natürlich auch schlau. Jetzt geht es los, ja, und das wird ein ziemlich entspannter Restart. Oder Ocon können wir nicht angreifen, aber auch für Sainz reicht das nicht dahinter uns. Lol. Was tut der da? Okay, das war eine etwas seltsame Linie von mir in dieser ersten Kurve, das muss ich zugeben. Da sind wir ein bisschen komisch. Das war komisch, aber was macht Sainz da? Also bitte, da darf man doch wohl nicht innen reingehen, Mann. Kimi da vorne scheint mal wieder Probleme zu haben, wie vorhin im ersten Stint schon. Der hält Ocon ziemlich krass auf und auch wir sind da mittlerweile dran. Oh, jetzt verbremst sich noch einer von denen. Wir müssen da echt vorbei. Das kann doch nicht sein. Wir sind auf harten Reifen und sind so viel schneller als beide oder zumindest als unser Teamkollege. 10 Minuten noch bis zum Regen, sagt Jeff gerade. Ja, mal schauen. Wenn wir Glück haben, dann regnet es nicht mehr stark genug, sodass man auf Inters wechseln muss. Wenn wir Pech haben, dann muss man noch auf Inters wechseln, was aber nicht geil wäre, weil wir meistens im Regen echt langsamer sind als die KI. Von daher hoffe ich einfach mal, dass es so lange wie möglich trocken bleibt. Da geht Kimi jetzt endlich mal an die Box. Somit ist Ocon entlassen und wir auch. Okay, Platz 7. Eine Runde nach unserem Teammate kommen auch Bottas und ich glaube Verstappen rein. Ocon fährt aber noch weiter. Runde 21. Ocon und auch Albon waren jetzt beim Boxenstopp und somit übernehmen wir zum ersten Mal diesen dritten Platz. Sind auf Kurs, ein Podium zu holen hier in Singapur. Haben auch noch so ein bisschen Schutz hinter uns. Stroll ist da zum Beispiel auf harten Reifen. Dahinter Ricciardo, dahinter einer der Alpha Tauris. Und dann kommt, glaube ich, erst ein Ferrari. Und somit ja, werden die Top-Jungs da fast nicht mehr vorbeikommen. Wir dürfen wirklich nur keine Fehler mehr machen. Müssen hoffen, dass der Regen am besten gar nicht kommt. Oder wenn er kommt, dann, dass er nicht stark sein wird. Und dann gehört uns hier das zweite Podium der Saison in Singapur. Oh, da ist der Regen. Ich hatte gerade schon die Hoffnung, dass Jeff irgendwie Bullshit labert und es gar nicht mehr regnen soll, aber doch, da ist der Regen und wir haben noch ganz schön viele Runden. Das wird auf jeden Fall nochmal nass werden, oder? Ey, das kann gut sein, dass man nochmal auf die Inters wechseln muss. Eine Runde hier in Singapur ist so lang und hat so viele Kurven. Da verliert man unfassbar viel Zeit, wenn man auf den falschen Reifen zur falschen Zeit ist. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wachsam bleiben. Das Podium ist noch überhaupt nicht safe und vor allem ist die KI in solchen Bedingungen, finde ich, auch immer sehr stark. Die kommen da viel schneller mit klar als ich meistens. Und deshalb, ja, müssen wir echt weiterhin alles geben. Das ist noch nicht safe hier. Oh, man muss vor allem beim Rausbeschleunigen echt vorsichtig sein, weil da nicht mehr viel Grip da ist. Und auch beim Anbremsen und eigentlich überall. Einer der Mercedes scheidet aus da hinten. Bottas, glaube ich. Das kann uns aber egal sein. Ja. Alter, wie viel Glück kann man haben? Wie viel Scheißglück kann man haben in einem Rennen? Ich weiß es nicht. Aber ich nehme es mit. Oh, lol. Das war sogar Ocon, nicht Bottas. Die sind gecrashed, oder was? Da ist Ocon. Da vorne steht Bottas schon, der abgeflogen ist. Das habe ich gerade schon gesehen. Ja, und dazu sagt man dann lieber gar nichts. Aber was hat Bottas gemacht? Der stand da davor schon mit einem abgeflogenen Rad. Ich weiß es leider nicht. So weit geht die Wiederholung nicht zurück. Ich vermute fast, dass der abgeflogen ist, als er das DRS auf jemanden hatte. Das kennt man ja ganz oft, dass die KI dann so nach rechts, links, hin und her schleudert und das Auto verliert. Und das hat schon das Safety Car ausgelöst. Ja, und dann kommt Ocon noch. Also dazu fällt mir ja wirklich nichts ein. Da muss man auch mal sagen, Codemasters, was ist das denn, Mann? Der hat 3 Meter Platz da rechts und fährt sogar extra noch rüber, um in Bottas reinzukrachen. Also, das ist schon sehr schlecht. Oh, und jetzt, Alter, jetzt schlägt er die Inters vor. Okay. Also, man könnte es halt auch riskieren, jetzt draußen zu bleiben.
Aber, obwohl, nee. Ich sehe gerade, Vettel und Hamilton sind eh so weit weg, da brauchen wir gar nichts riskieren. Ich sag einfach mal, wenn die beiden da vorne reinkommen, dann tun wir es auch, weil momentan geht da echt nicht mehr viel. Ich hatte kurz die Überlegung, draußen zu bleiben, wenn Vettel und Hamilton reinkommen, sodass wir die dann irgendwie eventuell noch überholen können. Aber okay, nein, keine Chance. In diesen Bedingungen überholt man gar nichts mit Slicks. Ich kann nicht beschleunigen. Oh Gott sei Dank ist diese Safety Car draußen. Was ein Glück, Mann. Die Reifensituation ist gerade recht riskant. Wir glauben, dass die Slicks immer noch schneller sind, aber sie machen es nicht mehr lang und es wird schwierig für dich sein, sie auf der richtigen Temperatur zu halten. Die Intermediates sind bereit, wenn du sie brauchst. Ja, die brauche ich sowas von. Hamilton und Vettel sind auch an der Box. Vorsichtig jetzt, Mann. Nicht hinter dem Safety Car einen Fehler machen. So wie man es im Real Life schon häufig gesehen hat. Unter anderem auch bei Russell, glaube ich. In Imola in der Saison, falls ihr euch daran erinnern könnt. Als der möglichen Punkterang weggeschmissen hat. Hinter dem Safety Car. Keine Strafe jetzt kassieren. Der Stop von unseren Jungs muss aber passen. Wir dürfen nicht überholt werden vom Racing Point dahinter uns, von Stroll. Wenn der uns überholt, weiß ich nicht, ob wir da nochmal vorbeikommen, Mann. Da muss jetzt echt viel zusammenkommen, damit wir diesen dritten Platz behalten können in diesem Rennen. Bitte. Bitte, das wäre so bitter, das so kurz vor Schluss zu verlieren. Da kann aber so viel schief gehen. Wir können so krass aufgehalten werden jetzt. Werden es aber nicht. Ja, Mann, wir werden es nicht. Oh, come on. Das war verdammt wichtig, Alter. Albon bleibt draußen noch auf Mediums. Viel Spaß damit. Den werden wir uns locker schnappen. Das sieht nach wie vor gut aus mit diesem Podium. Let's go, Mann. Erstmal bringt Albon sein Auto aber hoffentlich heile an die Box, obwohl ich hätte nichts dagegen, wenn der jetzt abfliegt und somit das Safety Car noch ein bisschen länger hier draußen behält, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Der wird jetzt auch abbiegen an die Boxengasse und somit haben wir jetzt unseren Podiumsplatz wieder. Okay. Boah, untersteuert er ja nicht oder so, Alter. Nein, das tut er nicht. Ah, Safety Car, hast du Bock auf noch eine Runde? Das wäre sehr, sehr cool. Ich rechne aber nicht damit. Das wird vermutlich jetzt reinkommen. Ja, so ist es. Zwei Runden haben wir gleich noch in voller Pace. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass es für uns nur noch darum geht, diesen dritten Platz hier ins Ziel zu bringen. Es ist mir völlig egal, was Vettel und Hamilton da vorne machen. Wir lassen auch mal bewusst das ERS auf Mittel und das Benzin auf Mager. Einfach damit der Wheelspin nicht ganz so groß ist, jetzt gleich am Restart. Das wird eh ziemlich extrem mit diesen kalten Inters jetzt im Regen. Okay, los geht's. Los geht's, vorsichtig, vorsichtig. Wir haben nicht viel Grip, da muss man jetzt erstmal drauf klarkommen. Das wird die erste Runde jetzt sein im Regen mit den Intermediates. Oh, oh. Oh, Ricciardo wollte es wissen, da auf der Gerade hatte anscheinend nicht sein ERS auf Mittel, so wie das aussah. Und auch da außen probiert er es nochmal. Oh, wir sind nicht schnell, wir sind nicht schnell. Und das war's mit dem Podium. Ja, fuck, Mann, das gibt es. Ah, boah, und direkt drei auf einmal. Einen größeren Schlag in die Fresse kann man ja wohl kaum bekommen. Aber es geht nichts mehr. Keine Chance. Ich versuche so schnell wie möglich aufs Gas zu gehen, aber es geht einfach nicht. Es ist nicht möglich. Oh, wie bitter, man. So kurz vor Schluss nach so einem starken Rennen. Aber komm, auch ein sechster Platz wäre genial für uns. Es ist kein Podium, aber es wären trotzdem sehr, sehr starke 8 Punkte. Oh, oh, weit draußen. Ich kann im Regen aber einfach gar nichts. Und die KI ist, finde ich, sehr, sehr stark in diesen Bedingungen. Das zeigt sich hier jetzt auch. Natürlich sind wir aber auch in einem unterlegenen Auto. Da hat so ein Leclerc in seinem Ferrari schon einen Vorteil. Oh, komm, bitte immerhin diesen Sechsten ins Ziel retten, Mann. Das wird aber auch nicht leicht. Jetzt werden wir ein Problem haben beim Rausbeschleunigen hier. Da sind wir nicht gut, vorsichtig, ja, nicht zu viel Wheelspin bekommen, ja, es war gut, aber nicht so gut wie Leclerc. Schön innen dicht machen. Okay, diesen Angriff wehren wir ab. Ich würde vorschlagen, wir bleiben jetzt auch ungeschnitten dabei, das ist viel zu spannend hier. Um noch irgendwas rauszuschneiden. Vorsichtig anbremsen. Leclerc schiebt uns da aus dem Weg. Ja, Junge, ich kann nicht später bremsen, Mann. Das ist gerade unfassbar schwer, das Auto überhaupt auf der Strecke zu halten. Dass das nicht besonders schnell ist, ist mir schon klar. Was ein Chaos. Auch Magnussen will da jetzt durchschlüpfen, der ein ganz starkes Rennen macht. Oh Gott. Das ist nicht geil. Der Regen hat alles kaputt gemacht. Aber seht mal, was für eine Lücke wir schon nach vorne haben. Also generell, wir sind die langsamsten im Feld, glaube ich, gerade. Alle sind hinter uns. Aber ich weiß nicht, was ich... Es geht nicht mehr, wirklich. Die KI ist so bärenstark in diesen Bedingungen. Und ich komme gerade noch nicht so ganz klar. Das dauert halt auch ein paar Runden, bis man auf den Regen klarkommt. Das ganze Rennen war bisher im Trockenen. Und da dann direkt 100% zu haben im Regen ist, glaube ich, fast unmöglich. Als Spieler zumindest. Für die KI natürlich nicht. Die geben da von Anfang an Vollgas. Was ja auch verständlich ist. Aber das macht uns gerade Riesenprobleme.
Komm, so viele Chancen wird er nicht mehr bekommen, obwohl das kann man wohl kaum sagen. In diesen Bedingungen ist jede Kurve eigentlich eine Chance, wenn wir irgendwie mal ein bisschen quer stehen oder so. Zumindest ist er hier aber nicht nahe genug dran. Das gefällt mir auch sehr gut, dass wir jetzt Magnussen hinter uns haben und nicht Leclerc oder so. Weil Magnussen natürlich in einem deutlich langsameren Auto sitzt. Oh Gott. Oh Gott, kann das bitte enden? Das ist echt die Hölle. Das ist die Hölle und ich bin auch, das tut schon weh, dass wir das Podium so verloren haben. Also da will ich nicht lügen. Somit möchte ich eigentlich nur noch, dass dieses Rennen hier zu Ende geht. Besonders glücklich werde ich auch nicht sein über diesen 6. Platz, glaube ich. Klar, es sind gute Punkte, aber nach so einem starken Rennen so kurz vor Schluss ein Podium zu verlieren, das ist nicht geil. Ich glaube, da kann man sich nicht drüber freuen dann. Na, ich wusste es. Ich wusste es. Da, die KI an. In manchen Kurven ist die KI so hohl. Ich bin doch da. Du kannst doch da nicht einfach in uns reinfahren, Mann. Was probiert er da? Ich weiß es nicht. Das ist genauso wie in Bahrain, in dieser einen komischen Haarnadelkurve zuletzt in der MyTeam-Karriere, falls ihr euch daran erinnert. Klar bin ich nicht schnell, aber das ist nicht. Ich gebe ja alles. Ich fahre ja nicht extra langsam, so wisst ihr? Von daher weiß ich nicht. Ja, da wird er wieder in uns reinfahren, oder? Nein. Ich würde gerne schneller fahren, wenn ich es könnte in diesen Bedingungen, aber es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht, Mann. Komm, ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Die letzten paar Kurven. Und dann ist das ein geiles Ergebnis, aber es wäre mehr drin gewesen, logischerweise. Hamilton gewinnt. Das ist cool. Für die WM auf jeden Fall auch spannend, weil Bottas da zuletzt so ein bisschen die Oberhand hatte. Ja, letzte Kurve. Das tut schon weh, Mann. Das ist bitter, so kurz vor Schluss ein Podium zu verlieren, aber mehr ging nicht. Wir waren einfach zu fucking langsam in diesem Regen. Ja, was soll ich dazu noch groß sagen? Wir waren einfach zu langsam leider im Regen. Und wenn man das so sieht, ein 6. Platz vom 17. Startplatz aus hier in Singapur ist natürlich mega, aber 2 Runden vor Schluss waren wir halt noch auf dem 3. unterwegs und haben dann auf einmal alles verloren. Ricciardo, der erbt das Podium sozusagen von uns, hat auch ein starkes Rennen gemacht. Gasly genauso, Stroll genauso und Magnussen auch. Also, das ist nicht unverdient, dass die jetzt da vorne sind, aber halt schade für uns. Oh, Russell war so nah dran an Punkten. Ich habe zwischenzeitlich mal geschaut in diesem Renndirektor, da war der sogar 9. Auch kurz vor Schluss. Als wir auf dem Podium waren, war der noch 9. Leider am Ende nur Platz 11 und somit weiterhin keine Punkte in dieser Saison für Williams. Oder hat der schon welche? Ich glaube nicht, ne? Ne, schade, das wären seine ersten Punkte gewesen. Abgesehen von den beiden Williams haben jetzt aber alle Punkte geholt. Magnussen ist da jetzt nachgezogen. Das waren echt Magnussens erste Punkte in dem Rennen, wirklich. Krass, man wusste ich gar nicht. Und dann direkt 6 auf einmal. Ganz starkes Rennen von ihm. Und das war's dann auch schon von dieser Folge der Fahrerkarriere. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal in Russland wieder. Das sollte auch eine ganz gute Strecke für uns werden. Das hoffe ich zumindest. Also, ich mag die auf jeden Fall sehr gerne zum Fahren. Von daher gehe ich schon davon aus, dass wir wieder die Chance bekommen, um zumindest um weitere Punkte zu kämpfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.